Moin Leute, heute gibt's mal wieder ein FMA. Ich werde jetzt gleich als erstes den Nemo reiten und da müssen wir dann auch noch ein paar Bilder machen. Ne, ja. Und mal sehen, was wir dann mit den anderen nachher so machen. Ich werde Nemo jetzt erstmal putzen. Ich denke, das geht ganz fix, weil der sehr, sehr sauber ist, weil der sich auf der Wiese nicht gewälzt hat. Sehr ordentlich, sehr lieb. Deswegen hat er gar keinen Schlamm auf sich und deswegen geht das ganz schnell. Jetzt kommt Nemo einmal die Decke rüber und dann werde ich ihn bandagieren. So, die Bandagen sind dran und jetzt mache ich die Schabracke drauf. Wir reiten heute in dieser Farbe. Das ist eine Schabracke von Equestrian Stockholm. Und wenn ihr das Bild dazu haben wollt, was wir jetzt gleich beim Reiten machen werden, dann schaut jetzt mal auf Instagram vorbei. Dort heiße ich Lia und Alfi, falls ihr das noch nicht wisst. Und dann seht ihr das Ergebnis von heute. Ich finde, die Farbe steht Nemo mega, mega gut. Schaut mal. Das sieht richtig cool auf Nemo aus, weil das halt so ein krasser Farbunterschied ist. Es leuchtet richtig auf ihm, finde ich. So, Nemo ist jetzt fertig. Ich habe meine Stiefel jetzt auch schon an. Und dann ziehe ich jetzt noch meinen Helm auf und Nemo kriegt seine Trense auf und dann kann es gleich schon losgehen. So, ich bin jetzt ready. Jetzt ist nur noch Nemo dran mit seiner Trense. Er kriegt auch eine passende Mütze zu der Schabracke mit drauf. Dann sieht das nämlich, glaube ich, mega, mega cool aus. Und Nemo schläft jetzt gleich hier mittlerweile schon ein. Den mache ich jetzt mal fertig und Mama stellt jetzt gerade Dobby noch in die Führanlage. Und dann schauen wir jetzt gleich mal, ob ich auf den Platz gehe oder in die Halle. Nemo macht sich immer noch ein bisschen eng, aber da muss man dran arbeiten, dass er vertrauensvoll an den Zügel herantritt. Da hilft es jetzt nichts, Zügel wegzuschmeißen, er hält seinen Kopf trotzdem da. Die hängen auch sonst relativ locker, aber man muss natürlich Verbindung halten, weil man kann ihn ja nicht ganz alleine vorne lassen und so lernt er auch nicht, an den Zügel ranzutreten, wenn man einfach alles wegschmeißt. Also es ist nicht der Weg, so die Nase beim Pferd vorzubekommen, indem man die Zügel einfach komplett weglässt. Man muss schon eine Verbindung zum Maul halten, auch wenn das Pferd in dem Moment hinter der Senkrechten ist. Das ist halt ein Prozess, das dauert ein bisschen, das geht nicht von jetzt auf gleich, dass man sagt, Pferd, du nimmst jetzt die Nase weiter vor. So einfach ist es nicht. Da hinten gucken die immer alle so ein bisschen. Das ist die Gruselecke, da kommt man meistens gar nicht bis hinten hin. Deswegen wenden wir mal schon ein bisschen eher ab. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that forever, forever, forever.
weil jetzt gerade alle Ponys da unten stehen, müssten wir jetzt gerade erst aus. Das ist nämlich immer etwas einfacher, wenn die Ponys gar nicht in der Box sind. Da kann man sich mal etwas freier bewegen. Deswegen machen wir uns jetzt So, wir reiten jetzt noch etwas Rocky, den reite ich und Lia reitet Alfie. Ist ein bisschen dreckig und nass, weil die gerade draußen waren. Ich bin auch nicht ganz kein Fatschi, ne? So, Ivy ist jetzt ready. Er sieht noch ein bisschen wild aus. Der schüttelt sich die ganze Zeit. Wenn ich ihm die Haare schön mache, schüttelt er sich danach immer sofort. Ivy, möchtest du nicht schön aussehen? Noch ein bisschen nass, aber das geht. Hauptsache, er ist hier in der Sattellage nicht nass. Das ist er nicht und deswegen werde ich ihn jetzt mal fertig machen. Ich denke, ich werde ein kleines Kreuz aufbauen. Deswegen mache ich einen Springsattel drauf. So schaut Alfie jetzt fertig aus. Alfie ist heute ein kleiner Kasper. Ich habe hier jetzt diese schwarze Eskadron-Schabracke drauf aus der Classic Sport, passend zu meiner Reithose. Und dann hier diese braune Decke aus der Heritage, passend zum Sattel. Jetzt gehe ich mal vorne in der Halle fragen, ob ich einen Sprung aufbauen darf. Ivy, bist du ein Kasper? Was machst du? Nein? Nein? Kein Kasper? Willst du mich bestechen mit deinen Tricks? Du kriegst nichts, wenn du bettelst. Du bekommst nichts, wenn du bettelst. Quatschkopf. So, der Sprung steht und jetzt trennen sich Ivy mal. Ich habe mir hier so ein kleines Kreuz auf die Zirkellinie so gebaut. Ivy erkundet das jetzt gerade schon ein bisschen. Vielleicht hat er dann gleich ein bisschen weniger Angst davor. Na, Ivy, spannend. So, ich starte jetzt mal mit Ivy. Mama hat auch schon angefangen, die trabt schon. Und wir legen jetzt auch mal die Decke ab und fangen an zu traben. About. Let's go, Ivy. Hello. Hello. Sehr gut. Prima. Oh, der Buckel. Oh, Ivy. Sehr gut. Prima. Hoho. Einmal anfangen. Ja.
Ich habe Elfi jetzt gerade schnell vorm Schrank abgesattelt, denn wir haben hier gerade ein bisschen Stau gehabt. Und jetzt bin ich gerade in die Waschanlage schnell gegangen. Denn wir müssen die Beinchen abwaschen, da ist ganz viel Sand dran, weil der noch nasse Beine von der Wiese hatte. Und deswegen wasche ich die dann jetzt noch einmal ab. So, Elfi steht jetzt schon in seiner Box und frisst sein Futter. Und ich werde jetzt mal in die Halle gehen, den Sprung abbauen. So, Rocky ist jetzt auch fertig und darf jetzt auch in seine Box. Nicht? Die Ponys stehen jetzt alle zufrieden in ihren Boxen. Jetzt kriegt jeder noch eine Abschiedsmöhre. Und ja, ich hoffe auch euch hat der Vlog gefallen. Ich glaube, die Ponys hatten heute eine Menge Spaß. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Cause we're runners, yeah we're runners, and so we go.